Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dead Space. Wir haben ein Problem. Ich weiß, das habe ich schon ganz oft gesagt, aber diesmal haben wir wirklich ein Problem. Denn wer sich noch an den Schluss der letzten Folge erinnern kann, der weiß, dass da der Punk abging. Und genau das müssen wir jetzt nochmal tun. Wir müssen es nochmal versuchen. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen in dieses Shuttle rein. So, das sind schon seltsame Geräusche, aber ich glaube, noch ist Hoffnung, noch ist Ruhe. Aber hier geht's gleich mächtig zur Sache. Hier haben wir das Shuttle, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Beziehungsweise könnte ich auch schon mal reingehen, das macht gar nichts. Wir müssen ja noch unsere Karten hier einsetzen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Tja, der ist gleich bei uns, aber bevor er kommt, müssen wir was anderes machen. Nämlich so ein ganz winziges Paar Monster erledigen. Die kommen hier gleich angerannt. So, dazu muss ich da vorne in dieses kleine Räumchen reingehen. Aber ihr seht schon, dass ich woanders hingehe. Denn hier gibt es noch so ein paar Sachen zum Einsammeln. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wenn es auch nur bescheuerte Ripper-Klingen sind, aber egal. Da ist noch ein Verbandspäckchen. So, das können wir leider nicht kaputt machen, aber da hinten die Box können wir kaputt machen. Und da ist nochmal Kohle. Okay. So, jetzt liegt es an uns. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das ist hier die große Frage. Und ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt offscreen so ein bisschen. Da vorne liegt auch noch was, das will ich auch noch haben. Bis ich es besser drauf habe. Aber dann habe ich mir gedacht, ihr wollt mich doch bestimmt leiden sehen. Und deswegen habe ich es jetzt offscreen nicht probiert. Ich weiß aber, was wir so ungefähr tun müssen. Wir müssen diese Monster hier anlocken. Die locken wir an, indem wir einen Schalter drücken, beziehungsweise diesen Triebwerkstest starten. Dann kommt hier so eine Flamme raus und kurz danach kommen hier ganz, ganz viele Monster. Und zwar nicht irgendwelche Monster, sondern Monster, die man nur wirklich schwer klein bekommt. Und genau das müssen wir auch tun. Wir müssen die klein bekommen, wir müssen die hier hinlocken und dann den Triebwerkstest auch neu starten und ab dafür die Hütte brennt. Hört sich alles sehr einfach an. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Und wir müssen natürlich... Was war denn das hier? Was für Geräusche? Wir müssen natürlich auch die Stase verwenden dazu. Das heißt, damit die ein bisschen langsamer sind. So, aber ich probiere das mal. Das ist Taste F. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Das müsste jetzt erstmal langen. So, und sobald wir diesen Test hier starten, dann geht's ab, Leute. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Scheiße! Mach die Tür auf, mach die Tür auf. So, ich will jetzt erstmal ein bisschen klein schießen, die Jungs. Ich sehe hier allerdings noch gar keine. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen im Kreis. Der hinter mir ist einer. Und lock die jetzt alle mal so in diesen Bereich. Da krabbeln alle möglichen Fuzzis raus. Lass sie rausrennen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. So, jetzt drehen wir uns mal um. Nein, 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 Scheiße! So, der noch. So, ich habe jetzt zwar Stase probiert, aber natürlich im falschen Augenblick. Das ist natürlich sehr doof gelaufen jetzt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie immer noch ziemlich schnell unterwegs sind. So, die Munition ist alles Scheiße! Komm, wir rennen mal weiter. Ich habe jetzt eben gerade Stase eingesetzt, aber wir sind zu langsam. Ich gehe da nochmal schnell rein. Es wird nichts. Ach, Scheiße. So, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Das war natürlich völlig vollkommen für die Füße hier eben gerade. Ne?
Und da kommt der nächste schon angeschissen. Hoho, hier geht's aber rund, ey. Ich glaube, ich lass mich mal drauf gehen. Da haben sie mir schön auseinandergerissen, die Säcke. Okay, diesmal, glaube ich, sammle ich nicht so viel ein, sondern wir rennen direkt dahin. Andere Richtung. Und ich glaube, es ist nicht günstig, in diesem Räumchen da stehen zu bleiben. So, wir gehen dann nochmal ganz schnell hier durch. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich es trotzdem einsammeln. Lag da nicht noch mehr? Ja, siehst du, ein großes Verbandspäckchen. Das wäre nämlich wichtig. Hier ist auch noch was. Ich will das jetzt aber, wie gesagt, eigentlich nicht 10-mal einsammeln, bevor wir es dann irgendwann mal packen. Und irgendwie klappt das nicht so mit der Stasi. Ich weiß nicht. Ich habe die ja eben ein paar Mal mit Stasi probiert oder beziehungsweise, Moment mal, mein Stasi ist doch leer gewesen. Vielleicht liegt es daran. Ah, vielleicht sollte ich auch hier die richtige Taste drücken. Und dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher. So, ich sammle das hier gerade nochmal ein, die Ripper-Kling. Und ich glaube, wir sollten von Anfang an vielleicht die andere Waffe benutzen. Wir haben nämlich hier die Ripper. So, nachladen. Denn dafür haben wir genug Munition. Und wir nehmen jetzt hier dieses Stasepack. Eine Packung haben wir. Mal gucken, ob wir es schaffen. So. Ach so, die NAV-Karten benötigt. Wir müssen vorher nochmal ins Shuttle zurück. Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, Leute. Ich sag euch das ganz ehrlich, weil das ist natürlich hier eine Sequenz, die ist nicht so ohne. Zumindest für mich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Warten Sie da auf mich, ich bin gleich bei Ihnen. Ja, der ist auch gleich bei mir. Und zwar, sobald wir das hier geschafft haben. Testzündung des Shuttle-Antriebs. So, komm, wir gehen raus. Und schon sind die ersten Gegner hinter mir. Wir rennen hier einmal im Kreis, dass alle hinter mir her sind. Und dann probieren wir das Gleiche nochmal. Boah, da hinten ist der Penner, ey. Komm, hau ab. Nein, 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 nein. Auch deine Beine will ich haben. Irgendwie treffe ich die nicht so gut. So, warte mal. Jetzt rennen wir da nochmal hin. Schnell, 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 schnell. Testzündung des Shuttle-Antriebs. Aber da kommt schon wieder der nächste angeschissen. Komm, wir machen es nochmal an. Ich nehme das Shuttle zum Flight Deck, wo der Marker aufbewahrt wird. Okay. So, mal kurz aushusten. Ich glaube, wir haben es gepackt. So, und bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem, was der will, würde ich sagen, jetzt sammeln wir alles ein. Da war doch bestimmt noch ein bisschen mehr. Irgendwie haben wir es gepackt. Mist, jetzt kommen wir hier nicht raus. Wir müssen hier auf den Knopf drücken, glaube ich. Worauf warten Sie denn noch? Drücken Sie auf den Schalter, um das Shuttle zu entriegeln. Jo. Sehr schön. Shuttle-Sicherung gelöst. Ich bin unterwegs zum Flight Deck. Kommen Sie dorthin, dann bringen wir den Marker an Bord. Ja, Amelia. Bald werden wir ihn nach Hause bringen. Sehr schön.
keine Ahnung, ob Kain verrückt ist oder nicht, aber wir brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. So, ich will hier das noch einsammeln. Das Problem ist nur, wir wissen ja aus Erfahrung, dass immer mindestens ein Teil da irgendwo rumliegt, wenn wir einen Monster töten. Aber hier habe ich eben gerade zum Beispiel keins gefunden. Und ich meine auch, hier wäre noch was. Ah ja. Plasma-Energie, das ist sehr schön. Wenn wir da ein bisschen mehr gefunden haben, kann ich dann wieder umschalten auf die Plasma, auf den Plasma-Cutter. Wäre natürlich sinnvoller. So, das haben wir schon eingesammelt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel. Was war das? Ich will jetzt eigentlich vermeiden, dass da noch viel passiert. Ich will jetzt so schnell wie möglich wieder speichern. Das haben wir aber alles eingesammelt hier, ne? Ja. Gut. Wir müssen da wieder zurück. Ich hoffe, sie lassen mich in Ruhe, bis wir wieder bei der Speicherstation sind. Ach, hier ist direkt einer. Alles klar. So, dann werden wir das mal direkt hier überschreiben. Hier ist es mit dem Spiel ist ein bisschen komisch, mit der Steuerung. Das heißt, im Menü ist mein Mauszeiger viel, viel schneller als im Spiel selbst. Also das haben sie irgendwie so ein bisschen verbockt gehabt. Das hätten sie wesentlich besser hinkriegen können. Aber gut, jetzt haben wir das Spiel schon fast durchgespielt. Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu beschweren. Ich schaue mir nochmal auf die Karte. Wo wir hin müssen. Wir müssen ganz da hinten hin. Vorne wieder ein Aufzug hoch. Und dann ist da oben wieder eine Speicherstation. Okay, zum Flight Deck. Hallo, Freunde. Hier ist alles ruhig. Noch ist alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir werden es sehen. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Das Angesicht Gottes, das hatte ich mir irgendwie ein bisschen freundlicher vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. So, wir müssen da durch, okay. Wir sind hier scheinbar noch im VIP-Bereich mit diesem roten Teppich. Immer schön zu erkennen. Ein Luftkanister. Da unten ist auch wieder ein Shop, aber das nutzt nichts, weil wir haben ja gar nicht genug Energie. Sowas mit dem. Wir gehen nochmal da hinten hin, denn ich habe nämlich eben gerade einen Energieknoten gefunden. Mal gucken, ob wir hier was verbessern können, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier? Die Rick, ich weiß gar nicht mehr. Na, da können wir höchstens die Luft verbessern. Für die erhöhte Trefferpunktzahl brauchen wir noch 3 Punkte. Leck mich doch am Ärmel und wir haben nur einen. Dann schauen wir nochmal beim Plasma-Cutter vorbei. So, aber auch hier sieht es nicht besser aus. Wir brauchen, egal was, mindestens 2 Punkte. Dann würde ich sagen, dann heben wir uns den einen Energieknoten noch auf. Aber ich gehe nochmal schnell in den Shop vorbei. Wir müssen ja auch normalerweise mal ein bisschen sparsamer sein. Denn wir haben die Möglichkeit, diesen Anzug abzugraden. Aber nicht genug Geld. Und da ich zu blöd war bei dem Basketballfeld, in der vorletzten Folge, glaube ich, war das Geld zu verdienen, hat es so nicht geklappt. Aber egal, wir schauen mal in den Shop rein. So, wir haben 32.700 Credits. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt habe ich natürlich eins nicht gemacht. Ich habe nicht geguckt, wie viel Medipacks wir dabei haben. Aber ich glaube, 2 Stück dürfen es schon mal sein. Okay. So, jetzt gucke ich nochmal ins Inventar rein. Wir haben 4 Medipacks. 2 mittlere und 2 kleine. Drei kleine. Wir haben 5 Medipacks. Wir haben hier einen Halbleiter aus Gold. Und wir haben, was ist das? Strahlmunition. Ich glaube, die werde ich in meinem Leben nicht mehr brauchen. Die können wir auch verscheuern. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal in den Shop hier. Verkaufen den Halbleiter. Bevor das im Inventar wieder knapp wird.
So, wo ist der Halbleiter? Da ist er. 3000. Verdammt. Hätte ja mal 10.000 geben können. Dann haben wir noch Strahlenmunition. Das gibt immerhin 1.000. So, und die Ripper-Klingen. Komm, die verschollen wir jetzt auch. Da kaufen wir uns lieber von dem Geld was Gescheites. So, jetzt kaufen wir uns nämlich hier Plasma-Cutter-Munition. Wenn ich sie denn finde. Plasma-Energie. Ja, das ist doch gut. So, jetzt schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben. Na, das ist doch schon mal schön. Hier einmal ein bisschen Impuls und einmal ein bisschen Ripper. Und einen Lufttank, den lassen wir auch mal trennen. Wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Slots frei. Sehr schön. Ein Knoten ist auch noch übrig. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal schnell hoch mit dem Aufzug hier. Obwohl wir wahrscheinlich da nicht mehr hoch müssen, aber wo wir uns jetzt die Arbeit gemacht haben mit dem Shop und so, da will ich dann auch nochmal speichern. So. Sehr schön. Und wir schalten um auf meine liebste Waffe, den Plasma Cutter. Oh yes, baby. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier runter. So, dann rennen wir einfach mal weiter. Ich bin mir sicher, dass wir nicht lange ungestört bleiben. Ach, wir müssen wieder mit dieser Monorail fahren. Und kommen wahrscheinlich in den letzten Abschnitt des Spiels. Kapitel 10, das Ende aller Tage, ist abgeschlossen. Fortschritt speichern. Okay, wir haben gerade gespeichert. Ich wusste nicht, dass sie hier, dass wir jetzt das Kapitel abschließen. Speichern wir halt nochmal. Kapitel 11, alternative Lösungen. Und damit wirklich, diesmal wirklich willkommen zum letzten Kapitel von Dead Space. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay. Okay, dann machen wir das auch. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werden wir das auch tun. Hier ist ein Shop. Brauchen wir jetzt nicht. Ich war ja eben gerade bei einem. Aber hier liegt hoffentlich noch was drin. 1000 Credits, immerhin besser als gar nichts. Okay, komm, wir schauen mal die Karte an. Also wir müssen da jetzt durch. Sieht ja gar nicht mal so schwer aus. Und vor allen Dingen ist hier auch gar keine Möglichkeit zu speichern vorher. Erschreck mich nochmal so, du kleiner, mieser Penner. Habe ich ihn jetzt überhaupt getroffen? Nee, der ist abgehauen, gell? Der ist da oben durch diese Luke durch. Und wir müssen einfach nur geradeaus gehen. Ich glaube, ich sollte vielleicht nicht rennen. Boah, nee, Leute. Was sind das für komische Geräusche hier? Wir müssen da durch, aber ich möchte da unbedingt reinschauen. Hier ist es WC. Und wenn wir es aus dem echten Leben gelernt haben, dann liegt im WC meistens neben gebrauchten Spritzen auch der ein oder andere Geldschein, der beim Kokainschnüffeln vergessen wurde. Zumindest bei uns in Frankfurt. So, jetzt haben wir wieder schön Frankfurt durch den Dreck gezogen. Aber es ist doch wahr. Okay, egal, wir gehen weiter. Da liegt noch was. Auch das gehört mir. Das ist ja tatsächlich eine Speicherstation. Habe ich die eben übersehen oder was? Scheint so, ne? Okay, da vorne ist noch eine Tür. Die ist noch verschlossen. Die da vorne ist offen zum Frachtraum. Aber nachdem wir das hier wieder eingesammelt haben, wisst ihr schon, wie es abläuft. Wir werden speichern. Der Kryo hat ein Spiel auf Schwierigkeitsgrad Mittel durchgezockt. Obwohl ich schwören könnte,
das ich mir hier einfach ausgesucht hätte, aber keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, dass es jetzt auf einmal schwer ist. Wer schreit? Und warum? Guck mal, da sind zwei Freaks. Och, ich bin so ein Idiot. Tja, und so kann man aus der Ferne auch die Gegner erledigen. Unser Plasma-Cutter, dein Freund und Helfer, ist natürlich ziemlich geil, das Teil. Und jetzt müssen wir hier runter in die Höhle des Löwen, nehme ich mal an. So, irgendwie sehe ich es nicht richtig. Warte mal, wir versuchen das mal ein bisschen zu drehen. Genau, wir müssen hier runter. Und dann ist da vorne was. Gut, schauen wir mal. Wir haben ja gerade gespeichert, ist ja egal. Das hört sich alles nicht so gut an, Leute. Ich drehe mich mal vorsichtig um. Aber hier ist ein Schalter, den müssen wir drücken. Die Frachtsteuerung, wollen wir sie aktivieren? Ich kann mir schon vorstellen, was passiert, wenn ich die jetzt aktiviere. Da fliegen wieder die Fetzen wahrscheinlich. Komm, wir sammeln hier erstmal noch ein bisschen was ein. Impulsmunition. Da sind noch zwei Kisten, die ich kaputt treten kann. Medipacks, auch schön. Plasma-Energie, noch besser. So, und die Frage ist natürlich, wo muss ich dann hin? Wir müssen den Marker transportieren. So viel steht fest. Ich weiß aber noch nicht, wo man den hin transportieren soll. Also ich weiß schon, wo ich den hin transportieren soll, aber wie das hier in der Praxis funktioniert, das wird sich noch rausstellen. Ach, jetzt habe ich mir... Idiot! Jetzt habe ich mir aus Versehen ein Medipack reingeballert, aber ist ja egal. Oha. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chemiesolidol benötigt. Was war denn das jetzt hier? Nein, Leute, nein, nein, nein. Macht nicht so Sachen mit mir. Und wo kommt dieser große Greifarm her? So, ich will mal nachladen. Die kommen jetzt angerannt, Jungs. So, und was mit dem anderen hier? So, nachladen. Komm hoch, komm. Holy shit, Alter. Okay, wir haben es doch ganz gut gepackt, würde ich sagen. Ach nö, Alter. Es tut mir leid, dass ich hier gerade auf die Maus draufdämmer, wie ein Bekloppter. Na komm. Sag mal. Komm, geh da runter hier. Ich weiß jetzt nicht, warum wir diese Arme getötet haben. Eventuell,
muss ich die töten. Und ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was wir mit dem Marker machen sollen. Für weiteren Transport, Dings da, Chinesen-Modul benötigt. Ich weiß nur nicht so ganz, wohin das soll. Aber meine Zielmarkierungseinheit zeigt an, dass wir da nach vorne gehen sollen. Und wenn ich eins weiß, dann, dass wir die ganze Plasma-Munition wieder verballert haben. Scheiße. Wir haben also noch 13 Schuss. Fuck. So, ich renne jetzt einfach mal weiter. Mal gucken, ob das hier noch klappt. Ich würde das am liebsten gerne wieder speichern. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir rennen zurück oder wir rennen weiter. Aber wahrscheinlich müssen wir den Marker einfach nur hier hinbringen. Denn hierhin wieder hierhin leuchtet es. Komm, wir schieben den mal darüber. Wenn es denn geht. Ich probier's mal. So. Komm. Irgendwie will der nicht. Ich probier's nochmal. Ah, jetzt. Logisch, da haben wir so eine schöne Schiene. Och nö, Alter. So, ihr Schweine. Abhauen, 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 abhauen. Jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. So, am liebsten würde ich diese Schweine von hier oben jetzt platt machen. Wie macht man das jetzt am besten? Komm, wir gucken da mal runter. So, gibt's da noch mehr? Zum Einsammeln Munition oder so, meine ich. Es kann doch nicht sein, dass wir nur einmal Munition gefunden haben bei den vielen Gegnern hier. Entschuldigung. So, wir haben auf jeden Fall noch 68 Schuss übrig. Da sind aber noch mehr, das weiß ich ganz genau. Aber ich glaube nicht mehr viel. Komm, wir gehen nochmal runter jetzt hier. Oh yes. Ich höre noch welche, da sind auch noch welche. Aha, okay. Und der nächste. So, das sind zum Glück Gegner, die relativ leicht umgehen. Und hier sind noch Schränke, habe ich gerade gesehen. Das werden wir natürlich auch noch suchen. Och nö, Alter. Was ist denn da los hier? Ich drehe gleich durch, Leute. Wir zocken auch schon wieder in Überlänge, aber ist mir egal. Ich will das jetzt hier. Ich will das jetzt schaffen. So, wir gehen dann nochmal weiter. Kommt bestimmt der nächste Greifarm gleich. Nee, kommt keiner. Sehr schön, da geben wir was. Ah. Ah. Und damit haben wir zwei in der Knieknoten und ich kann wieder was upgraden. Das ist doch schon mal was. So, und den Marker müssen wir weiter rüberschieben. Und das immer noch ohne zu speichern. Ach, ich bin so ein Idiot.
weiter, weiter, weiter. Ja. Und jetzt in diese Richtung. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt ins Shuttle verladen. Beeilung! Ja, und da kommen natürlich wieder welche angerannt hier. Scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich mal schnell vorbeirennen. Ich muss gerade mal die Waffe wechseln. Ah. Kleiner Scheißer noch. Komm, ich hab auch was für dich. Schnell nachladen. Und das alles ohne zu speichern. Ich dreh nochmal am Rad hier, du. Da liegt doch noch was. Ein bisschen Geld. Gib mir das Geld. So, noch mehr. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles durchsucht. Beziehungsweise die Monster da hinten, die könnten noch was verloren haben. Wir müssen auch wieder zurück, dann können wir auch wieder speichern. Ich schau gerade nochmal, da liegt nämlich noch was. Wenn es auch nur Ripper-Klingen sind, aber ist ja egal. Und wir haben einen neuen Energieknoten gefunden. Das heißt, wir können wirklich updaten und da sind ja auch nochmal Schränke. Ah, was man alles so Schönes entdeckt, wenn man hier noch ein bisschen weiter spielt. Ach nö, Alter. Komm, ich lass den Stinker jetzt mal. Ist doch völlig egal, wir können ihn doch jetzt leben lassen, oder? Da braucht doch nur meine Munition, der Penner. Wir gehen jetzt einfach wieder hoch mit diesem Aufzug und dann ist da oben auch gleich eine schicke Stelle, wo wir wieder speichern können. Zumindest in der Theorie. So, da ist eine Werkbank. Da werden wir gleich den schönen Energieknoten verballern. Was ist wichtiger, Rick oder... Ach, die Rick können wir gar nicht. Da brauchen wir drei Stück, ne? Dann machen wir mal den Plasma-Cutter hier. So, Schaden haben wir alles upgraded. Tempo wird um... Nachladen ist natürlich auch kacke. Ach, Nachladen und Tempo, das ist beides kacke. Ich hätte hier gerne noch Trefferpunkte. Das machen wir jetzt auch mal. So, jetzt brauchen wir nur einen Energieknoten und dann können wir die Trefferpunkte erhöhen. So, wir müssen da durch, glaube ich. Ja. Und da vorne müsste wieder was zum Speichern sein. Hier. Sehr schön. Diesmal die Folge ein bisschen Überlänge gehabt. Aber ich denke mal, es macht euch gar nichts, mir auch nicht. Ich werde jetzt mal einen kleinen Augenblick verschnaufen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann.